Ja, hallo meine klassischen Verführer und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Es geht weiter mit den neuen Eissorten von Ferrero Rocher. Ferrero Rocher bzw. von Ferrero. Ich habe ja schon mal das Raffaello für euch getestet. Hier seht ihr das nochmal, das Raffaello Eis. Hier haben wir nochmal dasselbe als Ferrero Rocher und ich bin sehr gespannt, inwiefern es dem Ferrero Rocher entspricht und zeige euch das auch gleich mal in der Großaufnahme. So, und hier haben wir einmal das Ferrero Rocher Eis und ihr seht, es sieht echt aus wie so ein riesiger, plattgedrückter Ferrero Rocher. Wir haben hier die Vollmilchschokolade, außenrum die Haselnussstückchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Haselnussfreund. Also ich esse auch nicht gerne Haselnusseis. Ich hoffe jetzt nicht, dass es zu sehr nach Nougat schmeckt, weil Ferrero Rocher esse ich eigentlich ganz gerne, so diese Schokokugeln. Und ich bin schon mal auf das Eis hier gespannt. So Leute, es könnte nussig werden und ich bin schon mal gespannt. Wie gesagt, wir haben hier die Ferrero Rocher Sorte als Classic in einer Vollmilchschokolade. Es gibt auch noch Zartbitter und wir probieren jetzt mal diese hier. Ich habe ja schon gesagt, ich stehe nicht so auf Nougat. Nougat mag ich eigentlich überhaupt nicht, so als Schokolade. Aber Leute, als Eis, das schmeckt echt original, wie der Ferrero Rocher. Also ohne Scheiß. Die Eiscreme, richtig schön schokoladig, gut. Ein leichter Nuss-Nougat-Geschmack ist vorhanden. Es erinnert auch so ein wenig an Nutella und diese außenrum die Schokolade. Das ist 1:1 die vom Ferrero Rocher. Das ist jetzt keine billige Nachmache, sondern das ist echt diese Schokolade, die auch die normalen Ferrero Rocher Kugeln umgibt. Und somit sehr, sehr lecker. Es ist auch sehr, sehr süß. Also ich glaube, von den Raffaello-Eis kann man etwas mehr essen als von diesem hier, weil das hier schon wirklich extrem süß ist und auch sehr, sehr stark. Ja, nussig, schokoladig. Aber sehr lecker. Schmeckt wie Ferrero Rocher, eiskalt aus der Gefriertruhe. Ja, kann man nichts mit falsch machen eigentlich. Auf einer Skala von 1 bis 10 auch richtig gute 9 Punkte, genauso wie das Raffaello Eis. 10 Punkte würde ich den beiden jetzt nicht geben. Ja, da gibt es echt schon richtig mega geilere Eissorten, wie zum Beispiel das neue Magnum. Double Gold Billionaire, was ich für euch getestet habe. Schaut hier oben gerne ins Video. Aber es ist echt sehr naheliegend an dem Raffaello und an den Ferrero Rocher. Richtig tolle Eissorten. Ja, also echt, echt gut. Beide 9 Punkte. Obwohl mir geschmacklich das Raffaello-Eis etwas besser gefällt, weil ich etwas mehr auf weiße Schokolade stehe anstatt auf Nuss. Aber hat mich echt positiv überrascht. Daher auch 9 Punkte. Also beide 9 Punkte finde ich gut. Richtig toll, Leute. Probiert sie aus. Probiert auch gerne die dritte Sorte. Es gibt, wie gesagt, das Ferrero Rocher-Eis noch in einer Zartbitterschokolade. Ich habe es noch nicht entdeckt. Vielleicht teste ich es auch noch, vielleicht nicht. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns. Tschüss!